Auch wenn 2021 nicht das große Jahr der Grafikkarten-Launches war, es ist sehr viel passiert in den letzten 12 Monaten und vielleicht habt ihr nicht alles mitbekommen. Kein Problem, denn hier bekommt ihr den Rückblick auf 2021 mit wichtigen Produktlaunches, Grafikkartenpreisen, Marktanteile unter den PCGH-Lesern und natürlich Intel. Das Jahr 2021 kann man insgesamt eher als Übergangsjahr bei Grafikkarten einschätzen, nachdem 2020 die neuen Architekturen Ampere und RDNA2 auf die Startrampe geschoben wurden und 2022 die Nachfolgegeneration erwartet werden. Trotzdem war 2021 alles andere als langweilig, denn neue Grafikkarten wurden natürlich trotzdem veröffentlicht. Wir möchten in diesem Video die wichtigsten Produktlaunches kompakt vorstellen, auf Marktanteile unter PCGH-Lesern eingehen, die Preisentwicklung beleuchten und schauen, was ansonsten links und rechts des Weges bei Grafikkarten passiert ist. Die wohl spannendste Frage: Wie haben sich die Preise im Laufe des Jahres entwickelt? Zusammenfassend kann man sagen, wer dieses Jahr eine RTX 3000 oder RX 6000 zu vernünftigen Preisen kaufen wollte, musste Nerven aus Stahl oder unfassbares Glück haben. Die Grafik zeigt es. Das ganze Jahr über lagen die Straßenpreise deutlich über den sogenannten UVPs, also den unverbindlichen Preisempfehlungen. So unverbindlich wie 2021 waren die UVPs wohl noch nie. Als im Jahr 2021 die Preise bei RTX 30-Karten noch 27% über UVP lagen, konnte wohl keiner ahnen, dass das mit Abstand der geringste Preisunterschied bleiben wird. In der Folge ging es bei Nvidia steil bergauf, mit der Spitze im Mai, als man teilweise mit dem Dreifachen rechnen musste. Danach ging es bis August wieder steil bergab und es sah danach aus, dass sich der positive Trend sogar weiter fortsetzen konnte. Die bittere Realität. Bis Dezember ging es weiter bergauf. Der Faktor 2 zwischen UVP und Straßenpreis ist aktuell Realität. Konkret heißt das Mitte Dezember 650 Euro aufwärts für die RTX 3060, UVP 319 Euro. 850 Euro aufwärts für die RTX 3060 Ti, UVP 419 Euro, mindestens 990 Euro für die RTX 3070, UVP 519 Euro und 1180 Euro aufwärts für die RTX 3070 Ti, UVP 619 Euro. Die Straßenpreise überspringen also gleich drei Klassen nach oben. Die UVP für die 3070 Ti liegt unter dem Straßenpreis für die RTX 3060. Ein Irrsinn. Kaum besser ist es im High-End mit RTX 3080. 1600 Straße versus 719 Euro UVP. RTX 3080 Ti, 1900 Straße versus 1199 UVP. Oder RTX 3090, 2850 Euro Straße versus 1549 Euro UVP. Über das Jahr gesehen stehen die RDNA2 Grafikkarten beim Preis insgesamt etwas besser da, allerdings ist dafür die Verfügbarkeit immer wieder schlechter. Bis Mai steigen die Preise leicht an auf das Doppelte. Dann sinken sie wieder, um ab September erneut auf dieses Niveau anzusteigen. Bei den Einsteigerkarten sind Stand Dezember die Abstände zwischen Straßenpreis und UVP bei 60-70%. RX 6600 540 versus 340 Euro. RX 6600 XT 640 versus 380 Euro. Bei RX 6700 XT sind es 940 versus 480 Euro. Bei RX 6800 1200 versus 580 Euro. Bei RX 6800 XT 1400 versus 650 Euro und bei RX 6900 XT nur 1500 versus 1000 Euro. Wirken sich die Preise und die Verfügbarkeit auf die Marktanteile bei den PCGH-Lesern aus? Grundsätzlich sieht man über das Jahr, dass AMD den Abstand zu Nvidia verringern kann. Von Anfang bis Mitte des Jahres gehen die Marktanteile bei AMD Schritt für Schritt nach oben. Der geringste Abstand ist im Juli erreicht, also 61-39%. Danach sinken die Anteile aber wieder und so endet das Jahr mit 65% für Nvidia und 35% für AMD im PCGH-Forum. Das sind also ziemlich genau 2/3 GeForce-Karten und 1/3 Radeon-Karten. Die größte Verbreitung haben dabei die Flaggschiffe RTX 3090 und RX 6900 XT mit 9 bzw. 8%. Welche der Grafikkarten-Launches im Jahr 2021 sind im Gedächtnis hängen geblieben? Das schon eingangs erwähnte Übergangsjahr haben Nvidia und AMD ganz unterschiedlich genutzt. Fangen wir bei den GeForce RTX-Grafikkarten an. Nvidia brachte schon im Februar die GeForce RTX 3060 auf den Markt, die dank 12 GB Speicher als sehr gute Full-HD-Grafikkarte auch für Raytracing Akzente setzte.
Das war es aber dann auch schon mit der Abrundung nach unten. Im Juni kamen dann mit RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti gleich zwei Refreshes bestehender Karten auf den Markt, die sich zum bestehenden Portfolio gesellten. Während die RTX 3070 Ti trotz problematischer Leistungsaufnahme die RX 6800 nicht immer schlagen konnte, was mit aktivem Raytracing auch nur am 8 GB kleinen Speicher lag, stellte die RTX 3080 Ti eine interessante Alternative zur RX 6900 XT dar, vor allem in Ultra-HD und allgemeinem aktiven Raytracing. Auch bei der RTX 3080 Ti kritisierte nicht nur PCGH die Leistungsaufnahme. Nvidia beschloss das Jahr mit dem Papiertiger RTX 2060 12 GB, einer ca. 500-Euro-Karte mit 3 Jahre alter Technik. Und was machte AMD aus dem Pandemiejahr 2021? Das bestehende Line-Up mit RX 6800 und RX 6900 XT wurde konsequent und schrittweise nach unten abgerundet. RX 6700 XT im März, RX 6600 XT im August, RX 6600 im Oktober. Das Feedback auf die kleineren RDNA-2-Karten fiel unterschiedlich aus. Gemeckert wurde über die teilweise zu hohen Preise und die ohne FSR kaum praxistaugliche Raytracing-Leistung. Bei klassischen Rasterizing-Spielen schnitten die Radeons besser ab. Nur die Radeon RX 6900 XT LC im Juni störte die konsequente Roadmap etwas. Der Angriff auf die RTX 3090 kam mit deutlich erhöhten Taktraten und werkseitiger All-in-One-Wasserkühlung daher. Auch wenn die Attacke speziell in UHD und mit Raytracing nicht gelang, so hat AMD zumindest einen Versuch gestartet, allerdings nicht im Endkundenmarkt. Die RX 6900 XT LC tauchte zwar letztendlich auch außerhalb von Komplett-PCs auf, das war so aber nicht gedacht und so blieb die Vaku-Version der 6900 XT lediglich ein Showcase-Produkt. Natürlich müssen wir beim Jahresrückblick auch Intel erwähnen. Immerhin wurden die Gaming-Ambitionen bei Grafikkarten konkretisiert und schon im ersten Quartal 2022 soll es losgehen. Aufmerksame PCGH-Leser wissen, dass sich bei Intel in den kommenden Jahren, die Roadmap geht bis 2025, alles um XE-HPG, also High-Performance-Gaming, dreht. Mit Codenamen wie Alchemist, Battlemage oder Druid will man Nvidia oder AMD Paroli bieten. Die ersten Generationen an Intel-Gaming-Grafikkarten wird unter dem Namen Arc gegen GeForce und Radeon antreten. Auf dem Papier gibt es viele interessante Eckpfeiler. Mächtige Raytracing-Einheiten, Fertigung in TSMCs fortschrittlichen N6-Verfahren, enge Zusammenarbeit mit Spieleentwicklern, fortschrittliches Upsampling über XE Supersampling, XESS, durch Training mit neuronalen Netzwerken. Allerdings fehlen zur Leistungseinordnung noch sehr viele Details wie Taktraten, Leistungsaufnahme und Leistungsfähigkeit der Recheneinheiten. Spannend wird das Jahr 2022 damit aber ganz bestimmt. Was war 2021 noch wichtig? Gerade im Bereich Bildqualität gab es erhebliche Fortschritte. Und hier soll besonders Kantenglättung bzw. Upscaling hervorgehoben werden. Nvidias KI-Kantenglättung DLSS, also Deep Learning Supersampling, hat im Kern bereits 3 Jahre auf dem Buckel, wird aber stetig weiterentwickelt, um nicht nur höhere Frameraten zu ermöglichen, sondern teilweise auch noch eine bessere Bildqualität als in der nativen Auflösung zu erreichen. Spätestens seit DLSS 2.0, aktuell ist die Version 2.3, ist die supercomputergestützte Kantenglättungstechnik so ausgereift, dass teilweise ein detaillierteres und ruhigeres Bild möglich ist. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis AMD nachzieht. Auch wenn Fidelity FX Super Resolution, kurz FSR, erstmals Ende Juli veröffentlicht wurde und keine künstliche Intelligenz anzapft, sind die Ergebnisse in den unterstützten Spielen oft überzeugend. Was für AMD spricht, ist der offene Ansatz. FSR braucht keine Tensorkerne und steht auch auf Intel und Nvidia GPUs zur Verfügung. Das stört Nvidia wohl derart, dass man Mitte November ein eigenes Gegenstück auf den Weg brachte. Das vom GeForce-Treiber bekannte Tool Nvidia Game Sharpening wurde technisch aufgebohrt und als Nvidia Image Scaling, NIS, auf den Weg gebracht. Wie bei FSR und DLSS wird hierbei mit einem Bruchteil der nativen Auflösung gearbeitet und darauf hochskaliert. Wie bei AMD umfasst die Kompatibilität auch sehr alte Grafikkarten und die Technik ist Open Source. NIS tritt damit in die direkte Konkurrenz zu FSR, welches sich dank einfacher Implementierbarkeit rasant verbreitet. Welches war euer Highlight bei Grafikkarten in diesem Jahr? Schreibt uns eure denkwürdigen Erinnerungen in die Kommentare.